Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir, dem Jan. Und ja, wie ihr schon seht, handelt es sich um Medal of Honor Warfighters. Und ja, das hier ist noch dies Vorintro zum Spiel vor dem richtigen Hauptmenü. Deshalb werden wir erstmal Press to Enter to Continue spielen drücken. Und ja, wie ihr schon seht, habe ich leider die englische Version gekauft. Ja, genial. Aber die deutsche ist schon durch ein englisches Versandhaus, haha, da kommen wir wieder zum Kreis, dass sich alles schließt, unterwegs und wird in Kürze hier sein. Das heißt, die ersten paar Folgen werden auf Englisch sein und dann werden wir auf Deutsch weiterspielen, wenn es denn funktioniert. Ich weiß noch nicht, was mein PC dazu sagt, weil es nicht zweimal das gleiche Spiel installiere und dann gucken muss, wo ich bin, aber der wird das schon schaffen. Und falls ich es nicht schaffen sollte, ich bin ja relativ gut in Englisch, 4 Punkte. Und da werden wir das auch irgendwie schon zusammen hinkriegen. Und ja, wir werden hier den Singleplayer spielen. Wir schließen damit an meine Action-Shooter-Games wie Call of Duty Modern Warfare 4, 6 und 8 an. Modern Warfare 1, 2 und 3, Call of Duty 4, 6 und 8 an. Ja. Und heute ist sozusagen der D-Day, an dem alle neuen Let's Play-Projekte oder bestimmt auch alte Let's Play-Projekte wieder ins Leben gerufen werden. Es wird was Neues von mir und Christo heute noch geben. Es wird wieder was mit mir und Marcel geben. Und vielleicht wird es noch was einzeln von mir geben. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an, bevor ich hier mich noch zu Tode labere. Und wir werden mal die Difficulty auf Normal stehen lassen. Und Start New Campaign. Genau, und es lädt, und es lädt, und es lädt. Ach ja, für alle, die es interessiert, ich habe dieses Spiel noch nicht angetestet. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt laden will oder wie schnell das Spiel auf meinem PC so ist. Ich habe da noch gar nichts durchprobiert. Ich hätte das vielleicht vorher mal einstellen sollen. Aber auf jeden Fall ist das ein Blind-LP. Heißt, beschwert euch nicht, wenn ich rumbobby. Das kann halt passieren, ne? Super, schwarzer Bildschirm mit blinkendem Symbol. John F. Kennedy, a nation relieves itself, not only... Super, so schnell bin ich nicht. 8 weeks ago. Okay, 8 weeks bevor. Alter, die Grafik ist schon geil, ne? Also da muss ich... ist in Pakistan und ich werde kurz den Sound einstellen, weil der ein bisschen zu laut ist. Ja, ein bisschen. Und Video können wir auch mal gucken. Full HD, bla bla bla, ist alles on. Hi, 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 hi. Perfekt. Close. Wir sind in Pakistan. Alter, was ist das denn? Was bin ich das? What the fuck, geil, ey. Ey, der sieht so aus wie Price. Ich würde ihm ja nicht direkt in die Linse gucken. Also in die, ins Gewehr gucken, aber... Oh, da kommt noch einer. Ganz ehrlich, mir gefällt das Spiel jetzt schon. Auch wenn es auf Englisch ist. Ja, erstmal das Wasser aus der Waffe holen. Gut, ich will selber spielen. So ein... To fire! Alter. Ziemlich nice gemacht, würde ich sagen. Telefon! Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Diese Verwählt-Anrufe kann ich langsam schon gar nicht mehr leiden, aber ich würde sagen, es geht weiter. Also... We're in, we're out. Also einmal reinmarschieren, einmal wieder rausgehen. Was sind die Tastenbelegung? Runter ist so. Take him out. Ah, man, nicht wie bei Call of Duty, dass man mit einmal. There's our truck. Don't shoot the guard. Ja, komisch. Bei hinsetzen muss man halt. Okay, ich muss einmal Sprengstoff blenden mit F E. Genau. Ah. Oh ja, endlich habe ich eine richtige Waffe.
Oh, ich sollte mich vielleicht hinsetzen. Okay, wie geht's Smoke? Kuh? Was, Smoke? Lol. Da ist das Spiel. Da ist das Spiel einfach mal abgeschmiert. Too slow. Wie denn too slow? Ich mein Spiel ist gerade abgeschmiert, Junge. Oh ja. Einmal, Alter. What the fuck? Weg. Ich will hier weggehen, aber es geht nicht. Ich kann mich nicht hinsetzen. Fucking idea. Alter, was hier abgeht, ey. Ich muss den Sound nochmal kurz runterdrehen. Ach, du Kacke. Was geht denn da bitte ab, ey? Ich hab 7.1. Ah, nee. Ich hab 7.1 nicht an, aber egal. Alter. Scheiße, weg hier. Alter. Komm schon. Alter, hier hängen jetzt auch noch Gegner rum, oder was? F. Ja. Alter, was hier abgeht, ey. Hold E to get ammo. Alter. Ach du Scheiße. Ja. Get cover. Ah, ich muss hier gedrückt halten, oder was? Das ist nervig. F. E. Ja, was soll ich machen? Ich soll den Heli ausschalten. Na toll. Get down the dingens. Hold E to get. Wo ist der denn? Ah! Wie viel Munition habe ich noch? Definitiv mal schwerer als bei Call of Duty hier. Alter, schieß dich mal daneben oder was? Der Junge nervt mich. Du sollst ruhig halten, Mann, mit deinem dummen Heli, ey. Es ist schon nicht mehr feierlich. Aber der trifft auch nicht hier. Wie denn? Ich treff den einfach nicht. Ja, endlich. Sauber, getroffen, ey. Die Maus funktioniert auch gerade nicht. Alter Schwede. Was geht hier bitte ab? Was sollten wir jetzt machen? Ah! Was war das für eine Mission? Wir rennen da rein, zerstören erstmal alles. Ist das denn böse gut? Gut? Sieht aus wie dieser Zamarov oder wie der heißt. Naja, egal. Hauptsache es ist was zu spielen. Ja, bitte, die Grafik ist ja mal episch. Ganz schön geil. So, was passiert jetzt? Medal of Honor Warfighters! I know how this works. You make a million promises, get Bella's hopes up, we start making plans, and then you start taking calls in the other room and okay. This isn't that. Das ist der Typ, oder was? Yay, er telefoniert mit irgendwem, mit seiner Freundin und hat ein iPhone, das gefällt mir natürlich. Ziemlich gut. Man könnte denken, das ist ein Film, so ein bisschen. Ja, der hat ein iPhone. Why did you hang up on me? I'm driving. There was a tunnel. You're driving and talking. Is she in the car? I'm not driving. Who's driving? My dad. Oh mein Gott. I'm sorry. Ich telefoniere und fahre gleichzeitig. Okay, ich bin der Soldat, okay. Sie will nicht, dass ich, sie meint, ich soll fighten gehen, also kämpfen. Und ich will gar nicht kämpfen. Okay. Wer ist das jetzt?
Das kann ein Böser sein. Ich würde sagen, das ist ein Böser. Oh mein Gott, der Böse. Oh mein Gott. Ey, ist das nicht so ein Asus-Laptop? Könnte sein. Nee, es sieht nur so aus. Ich dachte, das wäre dieser Lamborghini-Laptop von Asus. Der im Moment Laptop, Netbook, was ich eigentlich relativ kacke finde. Das mit. Aber okay. Ja. Ich könnte irgendwo sein. Gucken, was jetzt abgeht. Agrius. Super, da müsste jetzt im Schreiben kommen, so wie bei Call of Duty. Ich raff's nicht. Ich komme da einfach nicht drauf klar. So, wo bin ich? Okay, es hört sich irgendwie arabisch an. Die Übersetzung seht ihr ja unten, die muss ich ja jetzt nicht nochmal auf Deutsch übersetzen, oder? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es auf Deutsch haben wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich es ab dann, wenn ich es sehe, übersetzen. Aber bis dahin werde ich auch wahrscheinlich die deutsche Version haben. Deshalb werde ich jetzt mich konzentrieren, das überhaupt selber zu erkennen. Ah, ich habe eine AK. Ja, wo bin ich hier? Way to walk. Ah, das hätte ich eben schon mal gebraucht. Ah, das ist so ein Ausbildungslager. Griechen. Ah, Ausbildungslager der Al-Qaida. Würde ich sagen. Move here to start. Alter, was soll ich denn machen? Achso, den da hinten treffen. Ich schieße auf das falsche Ziel. Alter, die verzieht überhaupt gar nicht. Toggle scope when zoom in. Bringt irgendwie nichts. Komm, dann schießen wir mit der Glock. Unendlich Magazin. Ja, ich wollte eigentlich die Waffe wechseln, genau. Ich wollte auch. Wieso kann ich denn nur auf die blöde Glock wechseln? Ach so. Komm schon, ich will den treffen. Ich treffe den doch. Shoot through your glass. Toggle scope when you zoom in. Hallo? So kann ich nur auf diese blöde Dingens wechseln. Das ist blöde. Ach so, vielleicht so. Ah! Bingo! Schon blöd, wenn man Granate werfen mit G. F ist mit Messer, das ist auch eine kleine Umstellung. Nice. Get ammo from Ali. Ziemlich cool. So, ich bin gerade böse, oder was? So, das habe ich ja jetzt schon erledigt. Jetzt geht's wohin weiter einfach. Ah. B und W kann ich im Crouchen. Rechts und links crouchen. Ui, Targets. Einfach mal Seite wechseln, ey. Das ist aber ein ziemlich gutes Ausbildungslager, Alter. Der schießt einfach vor mich, der Spacken, ey. Spacken, ey. So. Quick as you can. Ist das ein Flugzeug? Oh, ich muss ja vielleicht mal nachladen, ey. Oh, ich bin Bobby, ich schieß daneben. Die Waffe sieht ja mal relativ realistisch aus. Quicker! Ah, hier hinten geht's weiter, das. Ach so, nur auf die schießen. Einmal, zweimal,
Fick dich. Steh wieder auf! F. F! Komm. Ich bin so ein Bobby, ey! Ich bin so ein Lappen, ey. Das ist schon nicht mehr feierlich. Yay, da habe ich einen Zivilisten zerballert. Hui! Ich bin ein Bobby! Wieso habe ich hier eigentlich unendliche Munition, ey? F! Ah, schon wieder ein Zivilisten zerballert, ey. Hallo. Komm, steh auf. Was ist da? Leck mich, Junge. Was stand da? E. Du brich. Ich will die eintreten. Alter, ziemlich nice gemacht. Tot, tot, tot. Ich bin ein Lappen, ey. Naja. Ich sehe das mal als Champion-Skill an, das ich da gebracht habe eben. Und... Yay, ich hab's halt drauf. Okay. Ranger. Geil. Army Ranger. Also bin ich doch nicht böse. Vielleicht, wenn ich zuhören würde, würde ich das auch verstehen, aber... ich bin zu blöd. Bullshit! Shell Company Dubai! Geil! Okay, und jetzt geht's nach Dubai. Chillt aber. Tja. I don't dance. Alter, wen interessiert's? Alter, Verräter? Give it to my ex-wife. Nice. Ah, wie geil. Gib das an meine Ex-Frau, wenn ich nicht überlebe. Bitte, Finger. Ziemlich geil gemacht, bitte. Gefällt mir. Jetzt Fallschirmspringen. Timer ist abgelaufen. Genau, dann kommt dieses Fallschirmspringen wohl doch noch diese Folge, weil ich nicht den Escape-Mode drücken kann. Alter. Was macht... Achso, nee, ich sah eben so aus, als würde er einen Sturzflug machen hier. Oh ja, das ist noch Vorspann. Schmeißen jetzt ein Boot raus. Gefällt mir. 3, 2, 1, go! Noch eins. Alter, chillt aber irgendwie. Jetzt will ich aber auch hinterher rennen. Und springen! Wuhu! Geil! Ja, genau. Damit würde ich sagen, ist die erste Folge Let's Play Medal of Honor vorbei. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Das ist eine der paar Folgen, die noch auf Englisch sein werden, wie ich am Anfang schon erzählt habe. Und dann gibt's auf Deutsch Medal of Honor Power mit dem Jan. Bis dann, Leute. Tschüss.